Der erste Term ist Wurzel 7 mal Wurzel 343 plus Wurzel 28. Der zweite Term ist Wurzel 20 minus 2 Wurzel 45 zum Quadrat. Es geht wieder darum, das Ganze ohne Taschenrechner zu machen. Das Einzige, was ich hier in gewisser Weise jetzt akzeptiere, ist so eine, also ich erwarte, dass man von einer zweistelligen Zahl in der Klausur eine Primfaktorzerlegung macht oder von einer ganz einfachen dreistelligen Zahl. Also einfache dreistellige Zahlen sind Zahlen, bei denen man einfach Teiler sieht, wie zum Beispiel Teilbarkeit durch 2, 3 oder 5. Die 343 ist aber 7 hoch 3. Wie gesagt, und das erwarte ich in der Klausur nicht, dass man sowas sieht. Ich sage es einfach nur, also das heißt, das ist Wurzel 7 mal, und die Primfaktorzerlegung dazu, 43, ist 7 mal 7 mal 7. Das werte ich als schwere dreistellige Zahl. Wie gesagt, in der Arbeit sind die Teiler 2, 3 und 5 da ersichtlich. Und wenn große Teiler drin sind, wie vielleicht mal eine 19 oder so, dann ist die nur einfach. Und da sind nicht 2 Siebener drin oder so. So, dann habe ich hier mein Plus, Wurzel 28. Und Wurzel 28 ist 2 mal 2 mal 7. So, jetzt können wir hier teilweise Wurzel ziehen. Wie sieht das teilweise Wurzelziehen hier aus? Ja? Also das ist 7 mal Wurzel 7, eine 7 kriege ich hier raus, plus, das ist das gleiche Pluszeichen wie hier. Letzte Reihe bitte. 2 mal 2 mal 7. Jawohl, sehr gut. So, und dann sehe ich, dass 7 Wurzel 7 plus 2 Wurzel 7, das ist, ja? 9 Wurzel 7. So, und das kann ich jetzt noch zusammenfassen. Ja? Das ist 9 mal Wurzel 7 mal 7. Also Wurzel 7 mal Wurzel 7 ist, ja, kann man direkt so anwenden, 7 mal 9, und 7 mal 9 ist 63. Jawohl, also da kommt 63 raus. Und wie gesagt, man kann es natürlich zur Probe mit dem Taschenrechner rechnen. Aber es muss erklärt werden, wie das funktioniert. Also nicht einfach nur das Ergebnis hinschreiben, sondern bitte eine Erklärung. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Man kann hier natürlich es auf viele Arten rechnen. Ja? Ich habe noch eine Frage zur oberen. Natürlich. Wo kommen jetzt nochmal die 9 her? Ja? Die 7 plus 2. Also das ist diese 7 plus dieser 2. Man muss Wurzel 2 mal 2 mal 5. Das ist die eine Möglichkeit. Also man kann entweder zuerst es zum Quadrat auflösen oder zuerst die Wurzeln, das ist egal. Ich mache jetzt zuerst die Wurzeln, weil wir das so gesagt haben. 20 ist 2 mal 2 mal 5 minus 2 mal, so, 45. Letzte Reihe. Was, wie viel war das? 3 mal 3 mal 5. Jo, jetzt passt. So, jetzt kann ich hier also das zum Quadrat bleibt natürlich. Jetzt kann ich hier teilweise Wurzel ziehen. 2 mal Wurzel ziehen. Schön eingesagt. Minus 2 mal. Was kommt raus, wenn ich hier, ja? 3. Zum Quadrat. So, jetzt steht hier 2 Wurzel 5. Minus 6 Wurzel 5. Was ist 2 Wurzel 5 minus 6 Wurzel 5? Ja? Minus 4 Wurzel 5. Aber das müssen wir noch quadrieren. Was gibt minus 4 Wurzel 5 zum Quadrat? Es gibt eigentlich minus 4 mal Wurzel 5. Und das Ganze nochmal. Minus 4 mal Wurzel 5. So, und was kommt da raus? Ja? Minus 8. Minus 4 mal minus 4 ist? 8. Minus 4 mal minus 4 ist? Ja? Plus 16. Wurzel 5 mal Wurzel 5 ist? 5. Und 16 mal 5 ist 80. Für die Freaks unter euch, man hätte auch hier binomische Formel anwenden können. Und das wäre eigentlich der Normalfall, dass man hier erstmal binomische Formel anwendet. Man kommt aber aufs Gleiche. Ich schreibe das nur mal hin, was da rausgekommen wäre mit binomischer Formel.
Da wäre rausgekommen 20 minus 2 mal Wurzel 20 mal Wurzel 45. Da muss man halt dann kräftig den Faktor zerlegen, um das rauszukriegen. Das gibt aber Wurzel 900 und das ist dann, glaube ich, 30. Und dann noch plus 2 mal Wurzel 45 im Quadrat. Ja, was das dann gibt, ja. Also das heißt, Wurzel 45 zum Quadrat ist 45, ist 4 mal 45.